Hey und willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online, heute zusammen mit Maudado und Zombay. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Da kommt gerade die Polizei aus, das ganze Polizeiauto runtergefahren. Der Typ ist da. Schnell, schieß da rein noch, Zombay, neben dir. Er ist da irgendwo im Busch. Rechts, ja, am Wasser. Ja, ich schieß rein. Nice. Komm. Okay, fein, und jetzt fahr. Können wir nicht einfach Lester anrufen? Könnten wir. Oder ist das gegen das Skript? Nee, das Skript ist okay, ist okay. Da ist das Wasser gefallen neben uns. Ich rufe ihn einfach an. Nur nicht irgendwie, ne, zu dem Land, bitte. Ey, bitte chill doch, ich will euch gar nicht killen, schreibt er. Fühlst du mich eigentlich... Oh mein Gott. Oh, schaffen wir das? Schreib ihm, du hast unser Urlaub ruiniert. Du hast unseren Urlaub zerstört. Oh, wir kommen da hoch. Ja, cool, oder? Ja, aber ist das jetzt Acapulco, Maudado? Nee, wir sind auf dem Weg. Ja, aber wie lange denn? Ja, wir müssen nur die Strömungen erklimmen, und ja, um uns Acapulco zu verdienen. Ach so. Hui, Leute, Acapulco. Ich glaube, wir werden Acapulco nie sehen. Das aber Maudado kann das. Meine Frage, wo ist Maudado? Zombie. Ich wurde vor 5 Minuten erschossen. Wir können hier am Straßenrand warten. Ah, da ist er. Oh, da Hallo. Ist er. Oh, oh. Jetzt, nein, auch Maudado, du hast einen Fluss, Job, bitte. Einen so Job. Stark. Okay, bin da. Okay, Zombie, halt dich fest. Achtung, die nächste. Oh nein. Da ist die Brücke, von der ich geredet habe. Ja. Was machen wir jetzt? Ja, anscheinend war es das. Zombie, du wirst doch rechts angeschossen. Das ist ein besseres Boot. Oh ja, das ist echt ein besseres Boot. Perfekt. Ich hab den Merlin-Typen dafür getötet. Ich in die Strömung rein. Nice. Nein, Mann, nur Achtung, die Strömung will ich umbringen. Nein, die Strömung, die macht halt wirklich Schaden. Hilfe! Manu, wo bist du? Steck ein, bitte. Ja, ich komm. Ich hab böse Probleme wieder. Dann geh schon mal ans Handy für Lester. Okay, mach ich. Während du einsteigst. Ja. Du musst einsteigen dafür. Ich bin, okay. Alles gut. Und ich bin... Oh mein Gott, das Boot ist ja unmittelbar gut. Da ist er. Zombie, erschieß ihn. Ich bin der Fahrer, warum heißt Zombie, erschieß ihn? Nee, er macht ja nichts mehr. Doch, töt ihn bitte. Okay, das ist die beste und jetzt, Stelle. Zombie, du schaffst es. Was ein perfektes Skript, dass der Bösewicht uns ein Boot gebracht hat, dass wir es schaffen. Einfach ein ekelhafter. War das der Böse? Ja. Das Boot war mein Ein und Alles. Ja, schade. Hättest du uns mal nicht den Urlaub zerstört, du Monster. Jetzt ist es unser Ein und Alles. So, und hier irgendwo versunken ist Acapulco. Nee. Du bringst uns jetzt dahin. Nicht irgendwo. Der genaue Ort von Acapulco ist unbekannt, Manu. Ach so, deswegen sind wir da immer drüber geflogen. Ja, genau. Wir sind immer hierhin geflogen. Ich hab keine Ahnung. Also wir sind immer genau in die Richtung geflogen mit Paluten, wenn Acapulco gesagt es hat. Es kommt neues Skript rein. Oh, ja, ich merke schon. Nächste Szene, Tageswetterwechsel. Bitte nach links halten, damit wir da zum Flughafen können. Denn ich würde gerne nach Schmeggecroco fliegen. Schmeggecroco? Okay. Ja. Also haben wir gerade Schmanuel und Acapulco zu einem Wort gemacht. Keine Ahnung, ich habe irgendein Wort gesagt. Schmeggecroco gesagt? Schmeggecroco. Oh, da spawnt sogar noch eins. Oh, ein Hacker hinter uns. Warum gehen wir nicht zum Rechten? Oh, guck mal, da spawnt ein Schiff. Ja, spawnt er die ganze Zeit. Ich weiß nicht, Manu will diesen schlechten... Also der rechte Flughafen ist halt so viel besser als der linke. Oh, hey, guck mal. Hey, du leckere Kartoffel. Ist hier noch ein Platz frei? Nee. Nicht für hobbylose Kinder, die immer GTA starten, wenn wir das spielen, alle 3 Wochen. Das ist halt einfach nur gestört, ne? Das ist schon auf jeder Ebene. Wir spielen so selten GTA und egal zu welcher Uhrzeit, immer spawnt irgendein Hacker bei uns. Ja, ist ja meistens irgendwie derselbe Typ. Ja. Scheinbar. Er hat halt ein Skript auf seinen Desktop, der ihn pingt, wenn wir online gehen. Alarm! Ja. Einmal aussteigen. Oh, da ist mein Haus. Ja, und ein böser Mann. Oh, das ist der Typ, der dich vorhin abgeschossen hat, der Schuss. Oh, ja, dann schieß rein. Ja, hab ich. Nice. Perfekt. Jetzt haben wir beide. Wir haben ein Motorrad, perfekt. Ja. Okay, dann lass uns mal dafür, dann dahin, okay. Gut. Der Schuss. Aua, der Schuss hat mich erschossen. Nee, mich kann er nicht erschießen, ich bin ein Hacker. Nein, er will mich! Aua. Du hast ein Kopfgeld auf dir, Manu. Hab ich? Oh. Rum fliegt er gerade mit seinem... Okay. Ich steig mal kurz ein. Maudado, komm noch mit.
Da sitzt jemand drin, Manu. Ja. Es sind Zweisitzer. Ja, aber du kannst doch oben dich draufstellen. Der fährt nicht zum Flughafen. Doch. Was mit dem Skript? Oh, er fährt Umwege. Hä? Oh, hä? Hallo. Ich bin da. Okay. Hallo, Zambay. Was machst du denn da? Ist das ein Helikopter? Oh, guck mal, der hat ein Saldo gemacht. Ach so. Ist irgendwie wütend? Das ist ein cooleres Flugzeug. Oh ja. Ah. Hallo. Komm irgendwie nicht raus. Doch, fahr einfach. Okay. Da ist niemand. Das ist Einbildung. Einfach fahren. Fahren und dann schön nach rechts oder so. Guck mal, das ist Maudado. Schön. Du hast gesagt, da ist niemand. Nee. Vorher war da niemand. Oh, schnell nach umziehen. Okay. Oh. So, und weil die ganzen Hacker hier sind, fliegen wir einfach wieder auf die südliche Seite der Stadtinsel. Ja, aber was macht der Maudado dann? Ja, der nimmt auch ein Flugzeug. Wir sind weg. Und hier ist nur noch der Schuss. Ja, ist der neue Freund. Der Schuss ist böse. Das stimmt. Ja, wo ist denn Schmackerpulver? Okay. Ja, da wo wir scheinbar sind. Zombie, aufpassen bitte. Da aber ist teuer in der Luft zu sein. Das stimmt. Muss ein bisschen Boden mitnehmen. Okay. Hä, was hast du mit dem Flügel gemacht? Guck mal, die rechte Seite. Ja, ein bisschen Delle. Ich glaube, es kommt nicht hoch. Oh, oh. Zombie. Ja, warte, ich mache einen Rückwärtsstand. Ach so. Ein Vorwärtsstand. Okay, na dann ist ja alles okay. Schön. Siehst du? Nein, nicht damit. Da kann man nicht brummen. Nichts mehr schaffen, Salto. Warum werdet ihr vom großen Auto verfolgt? Ich hab keine Ahnung. Mama, da nur nein. Ja, wir schaffen's. Siehst du? Da drüben ist eine coole Baustelle, zu der will ich. Der hintere Heckflügel auch, ne? Auch voll verdient. Ja, alles! Warum fliegen wir? Ey, Maudado! Hilfe! Und der Wagen! Rein in der Baustelle. Da! Ja, die Baustelle. Warum fliegen so Autos neben euch her? Ach, guck mal, da ist ein. Warum nicht? Der Dinosaurier! Ja! Sag mal, nein! Okay, schmeiß dich halt hoch. Du! Ich dachte, du. Manu ist nur ausgestiegen und zerschmashed. Warte, ich hol dich ab, Junge. Aua. Ich hätte überlegt, hätte mich nicht ein pinkes Auto in der Luft weggerammt. Natürlich. Komm her, Maudado. Oder bist du hier? Ja, an der Kante ist echt schwer zu landen, aber ich versuch's für dich. Ich hab da was für dich. Hier, komm. Steig ein. Die sind alle abgestürzt. Ja, nimm mich mit, wir können abhauen. Ja, steig ein. Hallo? Ah, jetzt. Bin drin. Wo ist die Haftbombe gelandet? Vielleicht an uns. Ja, bestimmt, aber ich sehe sie nicht. So, wer hat dich umgebracht, Zombie? Das niemand, da? Ich wollte weg von denen da drüben. Ah. Nein, aber beherrsch dich. Okay, coole Baustelle. Was machen wir hier? Der Zug! Oh mein Gott. Ist das eine spontane Zugfolge? Der stand doch im Skript. Zombie, was machst du da? Fallschirm. So, weil, lass mich raus, Maudado. Nein, oben drauf. Ja, nein, wir müssen ja schon hier rein. Ach so. So. Oh nein, Maudado, nein. Nein. Was machst du da? Böse. Jetzt ich geh raus. Aussteigen. Oh, ja, nein! Bitte. Bitte. Ah, bin drin. Warum braucht er denn? Oh, der Heli ist explodiert. Ah, okay, ja, aber war schon beim Heli. Ja, ich wollte nur wissen, ob die Haftbombe drin ist. Okay, alles klar, der war perfekt gelandet. Ich hab den einen Typen nochmal umgebracht. Schön. Jetzt braucht er nochmal 5 Minuten länger zum Zug. Geschwindigkeitsboost. Guck mal, Maudado. Warum ist der Typ, der uns die ganze Zeit erschossen hat, bei dir im Auto? Ist er? Der Schuss? Oh, das wusste ich nicht. Kann ja keine Ahnung. So, bist du da? Ah ja, ich bin da. Okay, hier, komm mal. Was denn? Ja, ich hab was. Was denn? Ja, riech mal. Oh, es ist so lecker. Was denn? Oh, hier in der Ecke. Ich riech nichts. Oh, ja. Ja? Da ist nichts. Ist der Wind zu schnell oder warum wird hier nicht ge... Ah, jetzt. Der wird nach hinten geschoben gerade. Wow, jetzt bleibt der Zug auch noch stehen. Bei mir passiert... Ah, jetzt! Oh! Du gut! Was ist das für ein Aroma? Oh Gott, ich krieg Schaden! Oh, Maudado hat sich schlafen gelegt. Und Zombie verbrennt ihn noch, ist das süß. Ist so kalt, ich wärme mich noch ein bisschen. Nein, pass auf, Zombie, nein! Nicht sterben! Oh, Mann! Sobald er losfährt, komme ich wieder zum Zug. Dann bringe ich die beiden wieder um. Ah, er macht das Zeichen! Er macht das... Nein! Oh nein, Friedenszeichen! Hätte los, ja. Nice. Sind beide friedlich? Ist das hier ein Miteinander? Er macht auch das Friedenszeichen!
Nee. Die haben Krieg schon angefangen. Die können keinen Frieden mehr schließen. Also muss ich die jetzt töten? So funktioniert Krieg. Ich töte die. Ob du diese tötest, ist mir egal. Okay. Dann nehme ich jetzt das Shotgun und schieß da rein, ne? Auf deinen Wunsch. Nein, Manu, tust nicht. Tot? Oh, beide mit einem Schuss? Lol. Double kill. Oh ja. Das habt ihr davon. Das habt ihr davon! Ach, hallo, Maudado. Hallo. Was machst du da? Ich chille. Was ich kann. Schau mal. Oh mein Gott. Hallo. Warum teleportiere ich mich? So süß. Nein, ich kann mich auch. Wie du da läufst. Hilfe. Danke. Hallo, oh, Freunde. Da landet ein Auto auf mir. Nee. Ich kann nicht mehr hauen. Ja, weil ich unsterblich bin. Sag ja, ich bin Hacker. Ich kann auch mein Menü wieder nicht mehr öffnen. Ich bin, irgendwas liegt an meinem Emote, der Bug scheinbar. Als ob du das wieder hast. Okay. Ja, tell mich mal. So ist das Stress? Na komm. Oh nein, sorry. Das wollte ich nicht. Hab ich ihn gerade runtergekickt? Ja. Oh. Warte. Ich schieß bitte. Ja, warte. Ich klär das. Ich bin sehr Maudado stark. Maudado, schieß bitte. Ich bin sehr stark. Warum? Ich will dich nicht umbringen. Nein! Jetzt. Auf wen soll ich jetzt schießen? Oh, nee, alles gut. Auf Zombie? Ja, yes. Bitte. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht mehr hochklettern. Nein, Maudado ist im Weg. Ich bin mein Gott. Ich wollte Zombie gerade erlösen. Zombie hier. Zombie, ich krieg dich. Danke, Maudado. Kein Ding. Ich bin ein Kann man nur denn so unfähig sein? Also ja, wirklich? Hey, ich will niemanden töten. Ich bin Pazifist. Habt ihr was aufgenommen, Manu, in den Discord geschickt? Oh nein. Video 0 MP4. Ich weiß genau, was mich erwartet. Wirklich genau. Oh mein Gott, es ist halt so schlecht. Oh nein. Oh nein. Mann! Ist echt, ich bin tot, danke. Danke. Der Böse. Hallo. Oh, ich bin oben. Warum bist du denn so schnell? Warte doch auf mich. I am the fast one. Guck mal, hier ist der Schuss. Warte, komm. Aua! Wann bist du so bösartig geworden? Nein! Das machen aus einem halt 800 GTA-Folgen. Egal, ich hab meinen Hacker-Freund. Der bringt mich immer zum Zug, wenn ich das will. Flieg mal in Maudado halt, rein. Ich kann halt selbst kein GTA mehr spielen online. Warum? Wegen den Hackern, weil die immer da sind. Achso. Wenn ich mit Osoft oder Wintergregor GTA spiele, tauchen die immer auf und ich fahre ja, Ultra. Ja. Ja, okay, hä? Ich bin immun. Ich. bin stärker als der Hacker. Huch, schreibt er. Nö, ich warte jetzt hier, bis der Hacker sich zu mir hackt und mich mit dem Auto mitnimmt. Ja. Haben wir VLC-Player installiert, hab's angeschaut und es ist absoluter Müll. Ja, richtig. Das zeig ich doch. Absolut. Ja, schön, dass Maudado das so feiert. Ja, ultra lustig, oder? Der Hacker ist gekommen. Ich glaube, der zapft unsere Mikros an. Ja, er hat sie einfach zu mir gecheatet und fliegt mich jetzt mit dem Auto zum Zug. Oh, bestimmt kann der über GTA auch auf unser Mikro vorne zugreifen. Hallo, Hacker. Du bist kacke und nervt, stell dir das wirklich. Vor, stell dir das vor. Oh mein Gott. Es wird mich halt nicht wundern. Alter, er schafft es auch gar nicht, dich zu treffen. Ah, jetzt. Er hat dich gekillt. Es tut mir leid, Maudado. Boah, Alter. Er fliegt halt immer noch in deine Leiche rein. Alles klar. Armer Maudado. So, steht noch irgendwas im Skript? Oder haben wir es abgearbeitet? Einfach mal ein bisschen lustiger sein, Maudado. Du hast von den Witzen her auch gar nicht performt. Ich hab dir das witzigste Video auf dieser Welt geschickt. Einfach nein. Verstehe nicht mal den Kontext. Es ist irgendein Meme auf TikTok. Ja. Naja. Aber es ist so tot, dass es einfach nur noch unwitzig gemacht wird. Das ist quasi jetzt schon Meta. Ja, ich sitze hier drin, Manu. Ja. Okay. Ich erzähle irgendeine Geschichte. Die sind ja anscheinend so witzig, dass noch Jahre danach drüber erzählt wird. Ja. Ich war vorgestern, Erdbeeren kaufen an so einem Erdbeerstand. Weil du bist wir. Hä? Dich? Habe ich mir gesagt? Ja, also ich und ich halt. Er und Gollum. ja. Ich und meine zwei Persönlichkeiten waren halt an diesem Erdbeerstand. Und ich habe gedacht, die machen zu. Weil, die Person, die dem gemacht hat, hat gerade angefangen einzuräumen und ich habe gedacht, oh nein,
gehe ich jetzt erst in den Supermarkt, der nebendran ist, oder hole ich die Erdbeeren? Und dann bin ich erst im Erdbeerstand gegangen und dann habe ich noch 2 Schalen Erdbeeren bekommen. Und dann habe ich einen Tag nur Erdbeeren gegessen und es war so geil. Die waren so lecker. Ja, das war super. Eine Frage? Hm? Wie fühlt sich das an, so eine Erdbeere zu essen, ohne dann Kratzen im Hals zu haben, Zombie? Aua. Ja, also ich habe einen Kratzen im Hals, aber immer erst so 10 Minuten danach. Also während ich die esse, ist es mega geil. Danach ist es nur die Hölle. Ja, Manu, test auch mal, wie das bei dir aussieht. Ja, ich weiß, wie. Deswegen frage ich ja, weil ich immer Kratzen im Hals hab. Ja, halt einfach, du isst halt was Geiles und dir geht's ganz normal. Du fühlst dich nicht scheiße. Das kenne ich nicht. Also das kann mir auch einfach nicht vorstellen. Warum springst du jetzt in den Tod? Oh mein Gott, das bringt mich halt wirklich um. Ich dachte, das Wasser wird so ein bisschen Abdämpfi, weißt du? Abdämpfi? Ja. Ist der Fachausdruck dafür. Ich bin echt Erdbeer-Fan. Also ich fand Erdbeeren früher auch gut, aber mittlerweile finde ich sie ultra gut. Mann, ich würde die auch gerne essen! Tust doch einfach. Ja, aber dann Kratzi-Kratzi, Dämpfi. Ja, ist doch egal. Nee, das mag ich nicht. Probier doch mal die alten Sorten. Hab ich auch bei Äpfeln, kratzt trotzdem. Ja, du hast mal gemeint, das wäre kein Problem mehr. Hast du gelogen? Naja, ich esse ja trotzdem Äpfel, weil ich was Gesundes zwischendurch essen will. Aber es nervt halt ultra. Du kannst doch auch Gemüse essen. Nein, das ist Gift. Wie lebt sich's eigentlich mit dem Chip? Sehr gut. Okay, sehr gut. Ich weiß nicht, ob bis hierhin schon ein Video zu meiner Impfung, Corona-Impfung kam oder ob das noch kommt, aber ich rede mal darüber, Leute. Aktuell habe ich nur eine Spritze in mir und war alles sehr dufte. Du isst die Spritze nicht, Manu? Nicht? Nee. Kommt ich dachte, man schluckt die. Spritze ist nicht in dir am Ende. Nein, ich dachte, man schluckt die und dann geht halt diese Spritze irgendwo rein. Auf. Nein. Ich bin so gehypt, sobald ich gespritzt werden darf. Kommt die Spritze dann auch irgendwann wieder raus? Nee, die hängt da und entzündet sich alles. Ja, lecker. Wäre zumindest der einzige Grund dafür, warum es Impfgegner gibt. Okay, dann bewerte gerne den Part, schaut auch in die Videobeschreibung, da ist einiges verlinkt. Bis Daniel, euer Manuel.